So, willkommen Freunde, zurück zu Dishonored. Wir haben Emily gefunden im letzten Part, hier im Golden Cats Badehaus, Bordell, whatever, wie man es nennen möchte. Und da sieht man auch nochmal hier so ein Plakat. Cool. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen Emily hier irgendwie folgen. Sie hat nämlich so einen Geheimgang gefunden anscheinend. Bin ich mal gespannt. Und wir sollen sie beschützen auf jeden Fall. So, was ist denn das hier? Elixierlieferschein. Hier ist der Elixier für diese Woche. Möge es ihren Damen wohl bekommen. Doch der Boss sagt, dass wir diesmal Geld als Bezahlung wollen. Keine Handel mehr. Craxton. Okay. Ich bin zwar keine Dame, aber ich nehme es trotzdem. Schließ die Tür auf, damit wir von hier verschwinden können. Dieses Haus liegt... Oh, was wolltest du sagen? Moment. Du bist mit einem Boot gekommen. Ich warte beim Boot auf dich. Ich kenne den Weg. Keine Sorge. Okay. Ach, du gehst vor. Okay. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt auch. Ich wollte jetzt nur nicht unterbrechen, eigentlich. Na, okay. Machen wir weiter. So, also Emily ist jetzt schon mal vorausgegangen. Kommt. Komm zum Abendessen. Komm, meine kleinen Vögelchen. Kommt her. Die Lumpengräfin tut euch nichts. Die Lumpengräfin, was ist denn die Lumpen? Hast du ihn gesehen? Den attraktiven Mann mit den hübschen dunklen Augen. Ich will ihm nur sagen, dass ich meinen Teil übernehme. Ja, die Lumpengräfin. Knochenartefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Du findest sie, indem du ihren Liedern lauschst. Ah, okay. Du kannst im Bereich Knochenartefakte im Tagebuch normalerweise bis zu 3 Knochenartefakte gleichzeitig aktiviert haben. Mhm. Schauen wir mal ganz kurz. Rattengeruch. Ratten greifen dich nur an, wenn du dich in ihrer unmittelbaren Nähe aufhältst. Machen wir das halt mal. So, was können wir hier noch machen? Das hätte ich gerne. Das nehmen wir jetzt mal. Da sehen wir nämlich irgendwie, genau, die Blickrichtung und so weiter. Und durch Wände irgendwie. Cool, das nehmen wir auf jeden Fall. So, da brauchen wir kein Tutorial ansehen. Das kriegen wir schon so hin. Die Lumpengräfin, hallo. Meine Güte, erst bist du hier. Dann bist du dort. Und jetzt hast du auf deiner Reise durch die Stadt ein süßes Mädchen im Schlepptau. Sie ist so eine Art Tochter. Jetzt nichts Falsches denken. So. Gut, wir müssen zu Samuel und Emily. Ich glaube, wir versuchen einfach mal hier dieses... Cool. Das ist echt irgendwie cool. Hör auf, meinen Kragen zu richten, Mama. Der Ball beginnt bald. Ist mein Haar seidig genug? Er ist bestimmt auch da. Ach, ich kann keine Munition mehr tragen. Okay. Lieber Daniel, ich habe einen Posten als Geologin bei der Horizon Trading Company in Serkonus angenommen. Bald schon werden wir unsere erste Studie direkt südlich von Kanaka beginnen. Warte nicht zu lange mit deiner Abreise, denn ich habe gerüchteweise gehört, dass den Leuten die Ausreise aus der Stadt verboten wird. Warte in Kanaka auf mich. In Liebe, deine Allison. Ja, kleine Vögelchen, ich hab traurig, aber... So ist das Leben hier in Dunwall. Mhm. Leichen werden mir also auch angezeigt. Sehr interessant. So. Oh Gott, ist das cool.
Ich glaub's nicht, ey. Ich weiß, dass du hier bist. Hau ab, Mann! Aus der Schusslinie! Haltet ihn im Auge! Hau ab! Feuer! Wie der ausweicht! Auf jetzt! Mann! Warum? Ich kriege so ein schlechtes Ende zusammen wahrscheinlich. Das wird so richtig mies. So, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Wir müssen hier wieder zurück. Warum bin ich da überhaupt hingegangen? Warum? Mann! Ich wollte das gar nicht. So, ich glaube, wir können hier aber durch, oder nicht? Nee, geht nicht. Müssen wir hier wieder hoch. Ja, das wird nichts. Aber so. Ah! Ist nix. Ah! Fuck. So. Das müsste aber klar gehen. Ah, man sieht's schon. Was? Oh! So, sind wir jetzt... Ah ne, noch ein Stückchen. Mann! Krass, echt krass. So, jetzt aber. Genial. Sind Sie bereit für die Rückfahrt, Corvo? Ja, klar. Sie haben lange gefackelt. Steigen Sie ein. Ja, auf! Mann. Das Haus der Freuden. Ja, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall das Haus der Freuden. Runen hätten wir noch welche finden können, aber da habe ich mich wieder nicht auf der Suche gemacht. Aber ich denke, das geht schon so. So, Chaosfaktor hoch natürlich. War klar. Okay. Aber ansonsten geht's eigentlich. Fortsetzen. Wir sind wieder zurück. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Sie haben Ihre Angelegenheit erledigt, Corvo? Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat, dann waren es diese Pendletons. Von welcher Angelegenheit sprechen Sie? Oh, ich, Angelegenheiten für Erwachsene, mein Kind. Ich meine, Eure Hoheit. Vergebt mir. Kein Problem. Ich habe in der Golden Cat von erwachsenen Dingen gehört. Oh. Oh. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dieses Boot zu steuern. Das ist, okay. Eure Hoheit? Lady Emily, ich bin Callista. Ich werde für Sie sorgen, solange Sie bei uns sind. Freut mich. Freut mich auch. Wollen Sie Ihr Zimmer im Turm sehen? Kann ich sehen? Ja, gerne. Sie werden es sehen. So wie den ganzen Hound Pits Pub. Gut. Ich glaube, hier gefällt's mir. Ich gehe mit Callista, Corvo. Wir sehen uns später. Sehr schön. Sie beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Nur mit einer Klinge bewaffnet haben Sie den Lauf der Stadt für immer geändert. Und nach dem Ende der Zwillinge wird Lord Pendleton für Sie im Parlament abstimmen. In einer Nacht haben Sie mehr getan, als die meisten Männer in Ihrem ganzen Leben. Ich muss noch etwas mit Ihnen besprechen. Doch zuerst bittet Lord Pendleton um eine Unterredung. Okay. Ja, klar, ne? Machen wir. Prophet. Ich nenne ihn jetzt einfach nur noch Prophet. Finde ich irgendwie cool. So, Lord Pendleton. Da gehen wir aber in der nächsten Episode erst hin. Ich bin echt gespannt, was da jetzt noch kommen wird. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Wir haben noch lange nicht alles hier erledigt, aber es ist ein geiler Sonnenuntergang. Bei diesem Sonnenuntergang sage ich einfach Tschüss und bis zur nächsten Episode. Und vielen Dank fürs Zusehen.
Wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare, um mich zu unterstützen. Ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen. Bleib dran, bis dann.